Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder für alle, die schon etwas früher unterwegs waren, einen wunderbaren Vormittag. Willkommen auf der Bestmesse hier in Wien. Die Bestmesse, das ist die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung. Heute bereits der dritte Tag. Samstag von 9 bis 18 Uhr haben die Tore geöffnet und auch morgen haben sie noch die Zeit, dieses unglaubliche Bildungsangebot, das es gibt in Österreich, alles unter einem Dach hier zu besuchen, sich anzuschauen und vor allem stellen Sie Fragen ohne Ende. Die Ausstellerinnen und Aussteller sind für Sie da und Sie können wirklich alles fragen und erfahren, was Sie brauchen für Ihren Bildungsweg, für Ihren beruflichen Weg vielleicht und auch dort, wo es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Wir melden uns hier aus dem Vortragssaal C. Übrigens willkommen auch an Sie zu Hause, die Sie via Livestreaming dabei sind. Wir beschäftigen uns jetzt mit unserem allerersten Thema heute an diesem wunderbaren Samstag, Studienförderung. Das ist das Thema und wir haben Gäste, begrüße ich ganz herzlich, Rainer Tichowa und Irene Bachhofner, beide von der Studienbeihilfenbehörde Stipendienstelle in Wien. Liebe Rainer, darf ich Sie fragen, Studienförderung, wer hat Anspruch auf eine Studienförderung? Also die Studienförderung ist den Studierenden gewidmet, die sich dazu entschließen, einen neuen Weg zu begehen, sich weiterzubilden. Es handelt sich dabei um Studien, um ordentliche Studien, also Studierende, die an ordentlichen Studien interessiert sind, sei es Master, Bachelor, Diplom oder Doktorat dann für den späteren Berufsweg. Und wo sie studieren können, das sind die österreichischen Bildungseinrichtungen, also Universitäten, Fachhochschulen, Konservatorien und ja, pädagogische Hochschulen darf man auch nicht vergessen, natürlich. Welche Kriterien muss man erfüllen, dass man zu einer Studienförderung kommt? Hauptsächlich, das größte Kriterium ist die soziale Förderungswürdigkeit. Die wird beurteilt anhand von mehreren weiteren Kriterien, sei es Einkommen, sein Einkommen der Eltern, eventuell wie viele Geschwister man hat, ob man welche hat, dann hat man selber Kinder, wie alt ist man, das wird auch berücksichtigt. Es gibt ja Studierende, die zwei Studienrichtungen studieren. Gilt das für beide? Also, oder kann man sich nur ein Studium fördern lassen? Man muss sich für ein Studium entscheiden. Also man kann parallel mehrere machen. Man muss dann halt aufpassen, dass man auch den Erfolg erbringt, damit es dann nicht unangenehm wird. Okay. Irene Bachhofner, gell? Ja. Bachhofner, so. Ja. Welche Studien werden denn gefördert? Also welche Studienrichtungen? Also Studienrichtungen, wie schon die Kollegin gesagt hat, an Fachhochschulen, an Universitäten, an Konservatorien und an pädagogischen Hochschulen. Also wir können zum Beispiel die Lehrerausbildung sowohl an den Universitäten als auch an den pädagogischen Hochschulen fördern. Es gibt eben die Möglichkeit, wirklich aufbauend gefördert zu werden. Also nach einem Bachelorstudium ist auch noch die Förderung für ein Master möglich. Ein Diplomstudium kann gefördert werden statt eines Bachelor-Master-Systems. Es gibt ja noch einige Diplomstudien und anschließend auch noch gibt es die Möglichkeit für ein Doktorat. Was heißt jetzt Förderung? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand etwas später beginnt zu studieren, also schon gearbeitet hat und sagt, naja, eigentlich würde es mir jetzt reizen, mich noch einmal weiterzubilden, der kommt zu Ihnen und macht dann was, oder? Funktioniert das alles online-mäßig? Ja, prinzipiell funktioniert die Antragstellung schon online-mäßig, aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Zuerst wäre es sehr wichtig, eine Beratung bei uns in Anspruch zu nehmen. Also wenn man berufstätig ist und plötzlich den Wunsch verspürt, ich möchte mich doch weiterbilden, da muss doch noch mehr drinnen sein. Gerade aus der Berufstätigkeit entstehen dann Interessen, die man vertiefen möchte. Also da wäre es dann gut, sich bei uns beraten zu lassen. Es gibt nämlich die Möglichkeit eines Stipendiums, einer Studienbeihilfe für Selbsterhalterinnen und für Selbsterhalter. Das sind Personen, die sich eben mindestens 4 Jahre schon selbst erhalten haben mit einem jährlichen Einkommen von mindestens 7.272 Euro, wobei sich dieser Betrag brutto weniger Sozialversicherung versteht. Das bedeutet, das ist so ein Betrag zwischen brutto und netto, also mehr als netto, weniger als brutto. Die Rainer hat gesagt, es sind also gewisse Kriterien zu erfüllen, unter anderem eben diese sozialen Eckpunkte, die man braucht, damit man förderungswürdig sozusagen ist. Gibt es eine Altersbeschränkung eigentlich für die Förderung?
Man muss das Studium vor dem 30. Lebensjahr begonnen haben, prinzipiell. Es gibt dann noch Ausnahmeregelungen, dass man das Studium bis vor Vollendung des 35. Lebensjahres beginnt. Also mit 34, wenn man noch ein Studium beginnt und zum Beispiel schon 9 Jahre Selbsterhalt aufweist, kann man auch noch gefördert werden. Oder wenn man bereits Kinder gepflegt und erzogen hat, auch dann ist es möglich, noch später in die Förderung zu kommen. Aber mit 35 ist dann wirklich das Ende. Okay, damit man sich ein Bild machen kann für unsere jungen Menschen, die bei uns im Publikum sitzen, von welchen Beträgen sprechen wir denn da? Also was bedeutet das, wenn ein Studium gefördert wird? Also es gibt eben diese zwei Möglichkeiten der Förderung. Einerseits, wie wir schon erwähnt haben, nach sozialen Kriterien. Das ist für Studierende, die zum Beispiel am Studienort wohnen und eben keine Selbsterhalterinnen oder Selbsterhalter sind. Da wäre die höchstmögliche Studienbeihilfe 475 Euro. Das ist die höchstmögliche. Da kommen natürlich eventuell noch Abzüge dabei. Bis 24 Jahre wird die Familienbeihilfe abgezogen. Und natürlich die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern. Ist es jetzt ein Betrag pro Monat oder pro Semester? Pro Monat. Pro Monat, okay. Diese Förderung gilt nur für Studierende in Österreich, also nicht, wenn man als Österreicher in Berlin studiert? Es gibt die Möglichkeit, in Österreich zu studieren und dafür Studienbeihilfe zu erhalten. Wenn ich aber im Ausland komplettes Studium im Ausland anstrebe, dann gibt es die Möglichkeit, im EWR-Raum und in der Schweiz ein komplettes Studium auch gefördert zu bekommen. Diese Fördermöglichkeit heißt dann Mobilitätsstipendium. Das gilt aber nur für Studierende, die das komplette Studium im Ausland gefördert erhalten möchten. Okay, auch da gelten diese sozialen Richtlinien wieder, also Einkommensgrenzen von den Eltern? Da gelten dann andere Höhen, weil wir haben zuerst nur erwähnt, die nicht auswärtig Studierenden, die 475 Euro pro Monat maximal erhalten können. Studierende, die auswärtig sind oder Selbsterhalterinnen oder Studierende mit Kind oder verheiratete Studierende erhalten einen höheren Maximalbetrag. Das wären dann 679 Euro pro Monat. Bei Selbsterhalterinnen und Selbsterhaltern wird keine Unterhaltsleistung der Eltern abgezogen, sonst schon. Familienbeihilfe wird generell immer bis 24 Jahre abgezogen. Okay, also es gibt auch Unterstützungsmöglichkeiten, wenn man also das komplette Studium im Ausland machen möchte. Raina Tichova, das heißt, man muss aber zu Beginn eines Studiums zu Ihnen kommen, an die Studienbeihilfenbehörde. Das wäre sehr ratsam, weil da kann man den Studenten am besten beraten, kann man ihnen auch sagen, dass es zum Beispiel beim Wechsel aufzupassen ist. Das ist sehr wichtig. Viele Studierende machen einfach den Fehler, sagen uns nicht, dass sie ein anderes Studium parallel machen. Und ja, es ist wirklich am besten, in die Stipendienstelle zu kommen, sich die Zeit zu nehmen. Okay, ist es eigentlich gekoppelt, diese Förderung, an einen positiven Abschluss? Nein, wir brauchen, also die Noten, der Notendurchschnitt ist egal, den brauchen wir nicht. Uns ist aber wichtig, dass wir gewisse ECTS-Punkte erreichen, dass der Student diesen Mindesterfolg erreicht. Dann passt es einfach. Okay, also das heißt, das Studium an sich ist jetzt nicht so tragisch, wenn man es jetzt nicht beenden würde? Sie wünschen sich das schon? Natürlich, es wäre auch sehr schön, wenn man einen Studienabschluss dann hat. Und viele Studierende kommen dann zu uns und sagen, danke, ich habe gerade dank euch den Studienabschluss erzielt. Es ist halt wichtig, dass wir für eine gewisse Zeit für die Semester die ECTS-Punkteanzahl bekommen. Das war. Okay, also es wird gefördert, ist eben bis maximal 35 Jahre. Ja. Also gell? Vor. Genau, 30, also vor 34 muss man anfangen 34, studieren, also bei mir wäre es schon zu spät, okay. Schade. Gut, aber man kriegt diese Möglichkeiten, man muss oder sollte eigentlich im Vorfeld schon sich erkundigen. Ist es jedes Jahr neu zu stellen, dieser Antrag? Nein, das ist auch die Besonderheit des Studienbeihilfenverfahrens oder halt der Studienbeihilfenbehörde. Wir ersparen den Studenten den zweiten Weg, sobald ein Anspruch besteht und wir überhaupt keine Unterlagen brauchen, dann wird ein Systemantrag generiert und es wird dann alles automatisch abgewickelt. Das heißt, der Student muss kein zweites Mal zu uns kommen und einen zweiten Antrag stellen. Aber ich sage nur, wenn
der Student, wenn sich die Studentin auch im Bezug befindet und wir nichts nachgereicht brauchen. Okay, wenn man zwischendrin ein Auslandssemester einlegt, ist das okay? Also läuft das so? Okay. Das ist aber eine andere Förderungsmöglichkeit. Das nennt sich das Auslandsstudium, also BAS, kurz abgekürzt, Beihilfe für das Auslandsstudium. Und es ist halt wichtig, dass der Student für mindestens 3 Monate ins Ausland fährt. Das ist die große Beschränkung. Aber man studiert dann im Inland und macht dann im Rahmen dieses inländischen Studiums ein Auslandsstudium. Okay, aber gefördert wird sozusagen das Studium selber, aber nicht die Lebenserhaltungskosten oder in diese Richtung irgendwas? Doch. Also der Student oder die Studentin kriegen weiterhin die inländische Beihilfe und sie kriegen eine Art Zuschlag für den Auslandsaufenthalt. Also der Gesetzgeber hat den Hintergedanken gehabt, dass die Lebenshaltungskosten im Ausland auch zu tragen sein werden und je nach Land gibt es dann einen unterschiedlichen Betrag. Okay. Irene Bachhofner, ich nehme ja an, dass man bei Ihnen auf Ihrer Homepage garantiert sehen kann bereits, was muss man denn alles mitbringen bzw. im Antrag ausfüllen und so weiter. Also da geht nichts mit Tricksen. Wir haben ein sehr komfortables System. Die Studierenden müssen nicht sehr viele Unterlagen erbringen, weil wir mit den meisten Institutionen in Datenaustausch sind. Also wir bekommen die Inskriptionsdaten eingespielt von den meisten Bildungseinrichtungen, den Studienerfolg von sehr vielen Bildungseinrichtungen, die Meldedaten, Einkommensdaten. Also wir geben hier ein wirklich tolles Service für die Studierenden, dass sie nicht mit Zettelwirtschaft befasst sind, sondern sich wirklich voll auf Studium konzentrieren können. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, nicht nur auf Papier den Antrag einzubringen, sondern eben einen Online-Antrag zu stellen. Das ist auch sehr komfortabel für die Studierenden. Sie können sich zu Hause bequem das anschauen und wirklich bequem ausfüllen, rund um die Uhr ist das möglich. Man braucht dafür ein freigeschaltetes Handy. Wir haben einen Anschluss erfahren, wie das funktioniert. Und dann geht es schon los. Man wird durch den Antrag durchgeführt und es ist wirklich eine einfache Art, den Antrag einzubringen. Wenn man eine Förderung bekommt, darf man trotzdem arbeiten? Ja, man kann dazu verdienen. Bis zu 8.000 Euro ist der Freibetrag. Bis zu 8.000 Euro wieder, wie wir von vorhin gehört haben, brutto weniger Sozialversicherung gerechnet, kann dazu verdient werden. Wenn man mehr dazu verdient, wird das, was man zu viel verdient, dann von der Studienbeihilfe abgezogen, beziehungsweise im Nachhinein wird es von uns überprüft, wäre es zurückzuzahlen. Raina Tichova, am Ende eines Studiums wird es meistens ganz spannend. Also angenommen, jemand macht den Master und muss zu diesem Zweck, keine Ahnung, nach Vorarlberg in eine Bibliothek sich zurückverziehen über mehrere Wochen, weil er irgendwas recherchieren muss oder sie. Gibt es auch Möglichkeiten, dass man sich solche Dinge auch fördern lässt? Ja, also der Studienabschluss ist, glaube ich, auch für jeden Studenten und für jede Studentin sehr aufregend. Wir fördern auch diese Phase, wenn sich die Studierenden wirklich kurz vorm Abschluss, kurz vor dem Ziel, vor der Zielgeraden finden und ihnen nur ein paar ECTS-Punkte fehlen oder wie sie angeschnitten haben, also mit der Masterarbeit, mit der also mit dem Diplomstudium fast am Ende sind. Dann kriegen Sie das Studienabschlussstipendium, nennt sich das. Wichtig zu sagen ist, dass dieses Stipendium nur für einen Abschluss vergeben wird und bei den Doktoranden leider diese Förderungsmöglichkeit nicht besteht. Okay, aber das alles ist eine Hohlschuld. Also das ist nicht, Sie werden informieren, also nicht die Studierenden, hallihallo, da gibt es ein Geld, sondern da muss man sich schon auf den Weg machen. Man muss sich auf jeden Fall rechtzeitig informieren. Okay, das heißt, es wird ein Studium gefördert. Fassen wir noch einmal ganz schnell zusammen. Also für ein Studium kann man sich fördern lassen, auch wenn man Doppelstudium macht. Man muss ein gewisses Alter haben, also mit 34 beginnen. Man kann auch das Auslandsstudium sich finanzieren lassen, auch dafür gibt es Fördertöpfe. Der Antrag wird online abgegeben und die Ausführungen müssen korrekt sein. Wie schnell kriegt man denn Feedback, dass es passt, dass man gefördert wird? Wir sind sehr bemüht, die Anträge sehr schnell zu bearbeiten. Dadurch, dass der Datenaustausch läuft, geht das sehr schnell. Also innerhalb von ein paar Wochen haben Sie eine Antwort von uns und falls etwas fehlt, werden Sie auch verständigt. Also es ist wirklich ein sehr angenehmes Verfahren. Erhöht sich eigentlich die Förderung, wenn man verheiratet ist als Studentin oder Student und ein Kind hat?
Ja, für verheiratete Studierende gibt es auch diese Höchstbeihilfe von 679 Euro. Und pro Kind, das ich habe, gibt es einen Zuschlag von 60 Euro. Okay, also auch das wird berücksichtigt und da wird also jeder gut versorgt und gut bedient. Liebe Reine Dichowa, was fehlt uns noch oder haben wir alles erwähnt? Ich glaube, im Großen und Ganzen erwähnt? Hätten wir den Durchflug durch die Studienförderung geschafft. Okay, wunderbar, denn dann machen wir jetzt einfach einen fliegenden Wechsel und jetzt wird es nämlich für mich sehr spannend, denn ich weiß jetzt nicht, ob das der Johannes Rund ist, der da sitzt. Ja, wunderbar. Dann darf ich mich bei Ihnen beiden bedanken. Danke vielmals. Denn über die Handysignatur kann man auch bei Ihnen viel schneller sozusagen diverse Daten deponieren und so weiter. Aber das lassen wir uns jetzt gleich erklären, was es mit dieser Handysignatur auf sich hat. Danke vielmals. Genau, der Johannes Rund kommt vom Bundeskanzleramt E-Government und Sie sind so lieb und erklären uns die Handysignatur so einfach wie telefonieren. Und bitte, jetzt müssen Sie uns einmal sagen, bitte, was ist die Handysignatur und was hat das alles auch mit der Studienbeihilfebehörde und Stipendienstelle Wien zu tun? Schönen guten Morgen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite im Bundeskanzleramt in der Abteilung E-Government und bin dort für Marketing und Kommunikation für HelpGV, dem wunderbarsten elektronischen Amtshelfer im Universum, verantwortlich. Die Handysignatur, warum? Die Handysignatur ist nichts weiter als ein elektronischer Ausweis, das heißt, sie sind eindeutig identifiziert im Netz und eine elektronische Unterschrift, die rückverfolgbar ist. Ganz kurz möchte ich ein paar Fragen stellen. Wer von Ihnen hat mehr als eine E-Mail-Adresse? Wer nutzt die sozialen Medien, Facebook, Xing und so weiter, StudiGVZ? Doch eine Menge, ja. Und wer hat von Ihnen ein Handy? Die Masse. Und jetzt braucht niemand aufzeigen, aber wer hat im Laufe seiner schulischen Tätigkeit einmal für seine Eltern unterschrieben? Das können Sie mit der elektronischen Unterschrift nicht machen, also weil das ist an Besitz und Wissen gegründet. Ich möchte Ihnen, bevor Sie mir noch eine Frage stellen, ganz kurz was zeigen. Sind Sie immer sicher, dass Sie von den E-Mails, die Sie bekommen, dass das der Empfänger ist, von dem Sie glauben, dass er es ist? Banken, also es gibt momentan diese Phishing-Attacken wieder, wo Banken sagen, also vorgeben zu sagen, wir brauchen ihre Passwörter und so weiter, sie müssen sich nochmal neu einloggen. Keine Bank macht das. Bitte machen Sie das nicht. Sie wissen auch nicht, wer dahinter steht. Und wenn Sie jetzt meinen Namen eingeben, wer davon bin ich? Also garantiert kann ich Ihnen sagen, ich bin der und der da. Und ganz sicher nicht der, also der Papst. Also Sie können sich im Netz nie sicher sein, wer sind Sie. Und jetzt, warum Studienbeihilfenantrag mit der Handysignatur? Sie können diesen Prozess um eine Studienbeihilfe anstoßen mit der Handysignatur. Das heißt, Sie sind eindeutig identifiziert, wenn ich es anstoßen würde, als Johannes Rund und ich brauche keine weiteren Merkmale zu schicken, also keine Kopie von Reisepass, Personalausweis und wie auch immer. Johannes Rund, um das noch einmal sozusagen von vorne aufzuholen. Also Handysignatur wird aus dem Grund eingeführt, um quasi das E-Government sozusagen, also die ganze Anmelderei zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das heißt, übers Handy kann man sich sozusagen ausweisen. Mhm. Und wie kommt man jetzt zu so einer Handysignatur? Okay, noch als Ergänzung. Übers Handy aus, das Handy benötigen Sie nur, um wie beim Online-Banking einen TAN zu empfangen. Das heißt, wenn Sie im Internet so eine Seite haben, wo Sie sich identifizieren müssen, also wir haben ja alle viele Usernames und Passwörter, aber dort finden Sie einen Button zum Beispiel mit Handy,
geben ihre Telefonnummer ein, geben ihr Passwort, das sie sich selbst ausgesucht haben, ein und kriegen dann einen Tarn auf das Handy geschickt. Und das ist das einzige Mal, wo das Handy verwendet wird. Bewahren Sie es gut auf, schreiben Sie nicht Ihre Passwörter aufs Handy. Das machen Sie bei Ihren Bankomatkarten ja auch nicht. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage. Ich habe vergessen. Okay, also wie aktiviert man, also wie kommt man zu dieser Handysignatur? Die Handysignatur können Sie entweder persönlich auf jedem Finanzamt bei der Sozialversicherung, sprich Krankenkassen, aktivieren lassen, beziehungsweise hier am Stand der Stipendienstelle. Dauert 5 Minuten, Sie benötigen einen Ausweis, einen gültigen Lichtbildausweis und Ihr Handy. Und Sie wissen hoffentlich Ihre Handynummer. Okay, also das heißt, man muss nur mit dem Handy hingehen, aber wie überprüfen diese Personen dann meine Daten, dass das stimmt? Na, Sie legen ja Ihren Lichtbildausweis vor und geben die Daten ein und verifizieren die Daten damit. Also das macht der Registrierungsoffizier und ich bin auch einer von denen. Geben diese Daten ein, bestätigen mit deren, mit Ihrer elektronischen Unterschrift. Das machen Sie auf jeden Abend da. Da bringen Sie eine Geburtsurkunde, einen Staatsbürgerschaftsnachweis oder einen Reisepass. Und diese Daten werden beglaubigt quasi. Und das wird elektronisch gemacht. Und erscheint dann irgendwie so eine App auf meinem Handy, dass das jetzt die Handysignatur ist? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder ist das also etwas nicht Sichtbares? Es ist komplett unsichtbar. Es gibt keine App dafür. Der Grund ist auch, stoßen Sie bitte nicht von Ihren mobilen Devices, also Handys oder Tablets, diesen Prozess an. Sie wissen nicht, wie verseucht dieses Gerät ist. Sie brauchen das Ganze nur, um ein SMS mit dem Tarn zu empfangen. Diesen Tarn nehmen Sie, geben Sie in die Maske im Computer ein. Es kann natürlich ein Notebook auch sein. Und dann haben Sie den Prozess angestoßen, beziehungsweise Sie sind eindeutig identifiziert und haben elektronisch unterschrieben. Ab welchem Alter darf man das bekommen, diese Handysignatur? Ab 14 Jahren. Okay. Okay. Noch Fragen? Okay, und das heißt, also wenn ich diverse Anträge in Zukunft machen muss, also Änderungen, keine Ahnung, Anschrift bei der Familienbeihilfe oder so irgendwie, dann kann man das also über diese Handysignatur sozusagen online abschicken oder wie funktioniert das dann? Ja, Sie suchen im Internet, gehen Sie auf helpgv.at, das ist für Amtswege immer ganz brauchbar. Dort finden Sie dann meistens ein Formular. Und dort gibt es dann eh die Auswahl mit elektronischer Signatur. Es ist nicht verpflichtend, sondern optional. Und dann, wenn demnächst die Europawahlen sind, können Sie eine Wahlkarte beantragen und brauchen keine zusätzlichen Daten mehr eingeben, wenn Sie mit der Handysignatur bestätigen. Okay, also das ist eigentlich so wie Sie gesagt haben, so wie beim Online-Banking, ja. Ist es eigentlich nur unter Anführungszeichen jetzt, also nicht vermindert gemeint, sondern man kriegt also einen Tarncode dann zugesendet, wo man das angibt und dann passt das. Genau, der Tarn ist wie beim Online-Banking 5 Minuten gültig. Im Grunde genommen hat man nur das Verfahren simplifiziert, denn die Handysignatur ist nichts anderes als die Bürgerkarte, die Sie vielleicht schon gehört haben, auf dem Handy. Mehr ist es nicht. Also mehr. Und Sie kriegen so einen Ausweis bei der Registrierung innerhalb von 5 Minuten. Schneller kriegen Sie keinen Ausweis. Was kann man mit dieser Handysignatur sonst noch alles machen, wenn Sie sagen, es ist sowas wie eine Bürgerkarte? Ja, Sie können. Also Sie haben quasi damit einen Schlüssel zu verschiedenen Portalen. Das gängigste, das benutzt wird, ist Finanz Online. Wer von Ihnen hat in den Ferien schon gearbeitet? Haben Sie sich das Geld von der Finanz zurückgeholt, weil Sie zahlen ja mehr Steuer, Lohnsteuer, als über Finanz Online, da steigen Sie mit der Handysignatur ein, machen Ihre Arbeitnehmerveranlagung und das ist drehsexy, würde ich mal sagen, weil Sie kriegen innerhalb von wenigen Tagen Ihr Geld aufs Konto. Und überall dort, wo die Verwaltung, wo Sie nicht zur Verwaltung kommen müssen unbedingt, sondern können es 24 Stunden von zu Hause aus machen und Sie kriegen vielleicht noch ein Geld, wie bei Stipendium oder bei Finanz Online, dann erfüllt die Verwaltung mit der Handysignatur wirklich eine Best Practice. Wie sicher ist diese ganze Geschichte? Die Frage hören wir oft. Niemand schreibt sein PIN-Code auf die Bankomatkarte. Das wäre sehr unsicher. Ja? Die Sicherheit besteht darin, dass es geht um Besitz des Handys, weil Ihre Person wird auf Ihre Handynummer geschrieben
und das Wissen Ihres Passworts. Sollte jemand Ihr Handy besitzen und kein Passwort wissen, kann er nichts damit anfangen. Sollte Ihre Handynummer wissen und das Passwort haben, kann er auch nichts damit anfangen, weil die TANs kriegen Sie aufs Handy. Ja? Also es ist sehr sicher, es gibt kein hundertprozentig sicheres System, wie wir mittlerweile wissen, aber es ist eines der sichersten Systeme, die es momentan am Markt gibt. Wenn Sie sagen, aufs Handy, das heißt, wenn ich den Anbieter wechsle und plötzlich eine andere Nummer habe, was ist dann? Dann müssen Sie es widerrufen. Sie wählen sich beim Anmeldeprozess zwei Passwörter. Eines ist das Widerrufspasswort. Sie rufen dann eine Widerrufshotline an und geben das Widerrufspasswort bekannt. Alles wird zurückgesetzt und das zweite ist das Signaturpasswort, das Sie verwenden. Was, wenn mein Handy, was nicht geschehen soll, abhanden kommt? Auch dann rufen Sie die Widerrufshotline an und nennen Ihr Widerrufspasswort und ja, nichts kann passieren. Okay, also da muss man ganz schön auch darauf achten und also schon Selbstsorge haben für die eigenen persönlichen Daten. Und wie soll ich sagen, also wenn man so das Handy angreift, ahnt man ja nicht, dass man dann schon sehr was Wertvolles auch da mit sich trägt. Also das darf man nicht übersehen. Sie sagen es, es ist wie wenn Sie einen Reisepass im Hosensack eingesteckt haben, Sie werden auch aufpassen, dass Ihnen keiner den zupfen wird, um es salopp zu formulieren. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass man das übersieht? Also, ich meine, sicher ist das cool, aber vielleicht ab und zu so ein Erinnerungs-SMS wäre dann schon lässig. Vom Bundeskanzleramt achten Sie auf Ihre Handysignatur. Nein, also nein, Scherz jetzt, aber glauben Sie, dass junge Menschen auch wirklich so sorgfältig sind, dass man wirklich darauf achtet? Absolut. Also ich bin. Sie schreiben ja auch Ihre Passwörter nicht am Computer, also auf die Tastatur bieten Sie ein Post-it. Sie wollen ja nicht, dass Ihre Eltern in Ihre Accounts einsteigen zum Beispiel. Kostet diese Handysignatur eigentlich was? Das ist das Beste, es ist kostenlos. Ich will sagen, Sie als Steuerzahler bzw. Ihre Eltern als Steuerzahler haben sie schon einmal bezahlt. Und wir im Bereich E-Government gemeinsam mit anderen Anbietern haben das Ganze entwickelt. Okay, lieber Johannes Rund vom E-Government vom Bundeskanzleramt, würden Sie kurz und knackig für uns noch einmal zusammenfassen, was die Handysignatur ist, wofür sie gut ist und alles drumherum. Okay, also Handysignatur ist elektronischer Ausweis im Internet, quasi ein Schlüssel zu verschiedenen Portalen, manchmal mit Single Sign-On-Funktion, eine elektronische Unterschrift, die nachprüfbar ist. Sie ist kostenlos, Sie können sie registrieren innerhalb von 5 Minuten mit einem Lichtbildausweis und Ihrem Handy. Und Sie können verschiedene Online-Amtswege starten, wie zum Beispiel Finanzonline. Ganz wichtig natürlich den Studienbeihilfenantrag, Wahlkarte beantragen. Sie können, und das ist vielleicht auch noch ein ganz nettes Feature, online kündigen. Keine Berufe, also keine Jobs, sondern Abos oder Handyverträge oder Versicherungen. Und das ist ein ganz tolles privates Service, das habe ich auch schon zweimal genutzt. Und es geht wirklich flugs. Es ist ja smart. Bis wann wünschen Sie sich, dass ganz Österreich mit der Handysignatur arbeitet? As soon as possible, würde ich einmal sagen. Wir haben momentan 250.000 Signaturen im Feld und ich würde sagen, an die 1.000 habe ich selbst freigeschalten oder aktiviert. Okay, also das ist die Zukunft? Das ist die Zukunft. Okay, dann bedanken wir uns, dass Sie noch geschwind zu uns gekommen sind. Gerne. Heute Vormittag am vorletzten Messetag der Bestmesse hier in Wien. Danke vielmals und wir wenden uns in Kürze, so um 11.20 Uhr wird es weitergehen, mit Studieren ohne Matura. Auch das funktioniert und wie das dann sein wird, das schauen wir uns hier an vom Vortragssaal C. Danke sehr. Schönes Wochenende und Ihnen allen viel Erfolg.